Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Amnesia. Heute mal wieder eine neue Custom Story. Ich bin Littlecompus Brain oder einfach nur Yannick und heute starten wir mit der Custom Story Destiny Rebellion durch. Auch eine Custom Story, die ich mal wieder eben bei Steam gefunden habe und die ihr auch vorgeschlagen habt, dass die doch sehr, sehr interessant sein soll, denn die hat ein paar kleine Kniffe, die ja eigentlich fast gar keine Custom Story zu bieten hat. Und hier steht schon, this Custom Story was made for you. Sie kommt von Umbakarna. Und wir werden jetzt gleich auch mal reinschauen. Ich freue mich drauf. Heidewitzka, das ist erstmal schon... Guck mal, so fängt das schon an. Das sieht doch schon interessant aus. Wet Waters Destiny Rebellion. Important warnings. Read what you want to know. Tutorial. Play the tutorial if you want to know all general information about minor and major items, playing as monster, checkpoints, save states and more. Optional parts. This custom story is split into main and optional parts. The optional areas are not related to the story. Optional parts, unlike the main parts, may contain funny and or absurd situation. Cheap jump scares, less detailed maps and crazy minigames. If you are bothered by any of these and want it strictly serious, just don't enter any area signed as optional. This choice is yours. You also have the possibility to explore optional areas after finishing the custom story if you are too curious but you don't want your series experience to be destroyed. Object interaction. This custom story is more interactive than what you are used to. You can move some statues and furniture. You can also take some light sources with you. You can switch some lamps on and off and you can play the piano and the phonographs. You can grab some edges to jump higher and much more. Item usage. Another hint for you. There's more than enough oil, healing items and tinderboxes, so don't hesitate to use them. You will not need them anymore when you finish the story. Gameplay time and hints. The estimated gameplay time is about 3 to 5 hours. Be patient, it should be worth the time, and if you are in a hurry, just skip all optional parts. You will not be tortured by impossibility, difficult puzzles or boring key quests. There's a lot of reading, but you don't have to read everything when you don't know what to do. Read item descriptions, mementos and notes. Achievements and bonus items. The achievements don't help you to finish the story faster. They don't give you any advantage. It is just a small challenge to find out how many achievements you can get. You can check your achievements in your diaries. There are 10 achievements in this custom story for completing some quests and finding some secrets. Also, there are 3 bonus items that are hidden. So if you can beat this game 100%, you will find 3 bonus items and get 10 achievements. Hello, this is the hub or options room. You have 3 options. Push the button to shoot. The tutorial button enables you to enter the tutorial map to understand the gameplay rules in the story. Tutorial is optional but is recommended. The chapter select button sends you to a menu where you can choose 1 of 6 chapters of the story if you want to replay some chapters or skip them for any reason. Story button starts the custom story from the beginning. Enjoy! I'm Bakarna, author of Destiny Rebellion and Wet Waters Custom Stories. Gut? Gut, so viel dazu. Hier haben wir schon mal einen kleinen Kopf. Die kann man anscheinend dann später verschieben. Hui. Interessant. Gut, ich würde sagen, wir starten mit dem Tutorial durch. Denn wenn es schon vorgeschlagen wird, dass man das ja mal austesten sollte, kann man das auch tun. Guck mal. Loading your destination. The shiniest room, frictional games, a machine for pinning. Welcome to the tutorial. Let's explain the most important rules in this custom story. This custom story has lots of custom stuff, including the items. Let's start with tinderboxes. The tinderboxes look like lighter. There's one. Take it. Look, a candlestick. Use the lighter to light it. Okay. Excellent. As you see, you can take some candles with you. Take it and place it on the altar. Das ist schon mal sehr cool gemacht. Done. Don't forget that this can save you lots of oil. Ach, ganz viel Öl. Oh ja, schmiert euch ein. The next step, healing items of course. Now you can see the minor healing items, the medical kit and medicine. They serve as usual sanity potion and laudandum. You're weak now. You have 20 seconds to take and use the items. Use them now or they will disappear. Dann haben wir einmal das und das. Und uns geht's wieder super. Okay. Tutorial. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich die 20 Sekunden ablaufen, genau. The major healing items, superior to usual healing items, very rare. The Aqua Vitae heals your body and the Blue Wonder greatly recovers your sanity. You have another 50 seconds to use these. Gut. Steht auch mal bei, was das jetzt genau bringt. Also es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn ihr euch jetzt nicht merken könnt, was das blaue Wunder oder das bringt. Some objects can be used as defense. This shield does not damage your enemy, but it can buy you time and preserve your health.
Was? Try it yourself. Hi. Komm her. Komm her. Wir kämpfen bis... Oh! As you can see, the shield is only temporary protection. The sword is different. Sag nicht, wir können die umklatschen. It damaged the monster but can use it only once. Defeat the monster. Beware. It can still kill you. Ich habe Excalibur. That is all about the weapons. Remember, no weapons gives you 100% safety. Now the checkpoints and save points. Checkpoints are areas where player respawn after dying. Save points create autosave. The activation is simple. Just find these icons during gameplay. Okay. Das sollte ich hinkriegen. Das schaffe ich. Das kriege ich hin. At some point, you will be able to play in the role of a monster. The monster mode is a bit different. The monsters don't lose sanity. Ah, okay. Ja, macht auch Sinn, denn Monster ist ja eh schon weg. Check your inventory. As a monster, you can use the claw. Use the claw to destroy these objects. Das ist schon mal sehr cool gemacht. You can use the claw to attack fellow monsters or enemy monsters that aren't currently attacking you. Try it. Oh, wie süß. If you kill a monster on the public, the witnesses will attack you. Check it out. Take down the one on the left. Ja, dann wird der Rechte wahrscheinlich auf uns losgehen. When the enemy monsters notice you, you can no more defeat it with the claw. Run or use some heavy weapon like this battle axe. Das gefällt mir bis jetzt schon mal sehr gut. When you play as a monster, you cannot use the lantern. As a compensation, you are able to move really heavy stuff. And you can always take some light source with you. Hallo. The tutorial is over. Now go through the portal back to the hub. Check diaries in your journal for the achievements. Way! Gut, gut. Man kann also in dieser Custom Story, was man wirklich nicht gewohnt ist, kann man jetzt mal als Monster und als ein Typ spielen. Das ist sehr interessant gemacht und gibt's auch sonst, glaube ich, fast nirgendwo. Achievement 1. You finish the tutorial. There are 10 achievements available in this game. You get achievements for completing side quests. Achievements are not necessary for anything. It's just added value. Okay, dann würde ich sagen, wir starten jetzt mit der Story durch und stürzen uns in die Custom Story Destiny Rebellion. Here we go. Ich freue mich. Ich habe wirklich sehr, sehr... Ich sehe sehr viel Potenzial in dieser Custom Story. Guten Tag, my name is Ralph Siffer. I am a German scientist, also a widower. My happy life ended before it began. Seine Frau ist nämlich gestorben. My wife Christine died in train crash in 92. She was everything to me. Sie war alles für ihn und ist 1902 bei einem train crash gestorben. Bei einem Zugunfall. I was 22 years old when the tragedy happened. What am I supposed to accept this terrible destiny? Maybe. Vielleicht, also ich musste das ja irgendwie, sag ich mal, auf mich bürden. But that never happened. Hm? Umbakarne presents. 7 years later, 23/3/1909, Destiny Rebellion. Chapter 1, Alone Against Time. Alleine gegen die Zeit. Grave of Christine. Okay, to the village. Ja, ich denke mal, dass wir zum Village gehen wollen, oder? To the village. Once upon a time, young German genius, unable to forget his frustrating past, decided to undo his fate. Haunted by wraiths from his nightmares, he has built this time machine. Will Ralph Siffer succeed in his unconventional quest and bring dearly beloved person back to life? What obstacles lie in his path? Er hat eine Zeitmaschine erfunden und wollte halt seine geliebte Person wieder zurück zum Leben holen. Aber was für Hürden musste er dafür überqueren? Und was für Schwierigkeiten werden ihm vielleicht auf dem Weg wiederkehren? Das werden wir in dieser Custom Story erfahren. Denn so eine Time Machine kann ja das Raumzeitkontinuum sehr durcheinander bringen und das kann manchmal sehr nach hinten losgehen. Aber das werden wir in dieser Custom Story wahrscheinlich sehen. Die Musik ist schon mal sehr cool. Not yet. At first I have to return home from my lantern and other tools. You are here. Die Dorfkarte. Map of the village. So,
zu welchem Haus wir jetzt auch mal müssen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, sind wir? Wir waren Ralph, ne? Ralph. Wir sind ja der Ralph Ziffer, oder wie der hieß. Das ist eine gute Musik für ein Dorf, das passt schon mal sehr. Ralphs Haus. We all have our time machines. Some take us back, they are called memories. Some take us forward, they are called dreams. Jeremy Irons. Ein sehr interessantes Zitat. Da kann man mal drüber nachdenken, das stimmt eigentlich. Wenn man in Erinnerungen schwelgt, erschwelgt man natürlich auch in der Vergangenheit. Aber wenn man nach vorne sieht, hat man seine Träume. Und manchmal muss man auch seine Vergangenheit hinter sich lassen. So wie Ralph es auch machen muss. Eigentlich. Oder wie er es machen sollte. Allerdings ist das nicht alles so einfach. Guck mal. My trophy cabinet. Gained in science competitions and conferences. Also eigentlich sollte er wahrscheinlich das hinter sich lassen. Aber er möchte seine Frau wiederholen. Schönes Haus hat er aber. Oh, guck mal. Eine Kartoffel. Yay. Die werde ich jetzt braten. Holy Kartoffel! Hallo? Martin Luther, German Religious Reformer, Founder of Protestantism. Der Protestantin, der Gründer davon. Oh, guck mal, sind das nicht Tinderboxes? Können wir uns dann natürlich mitnehmen. Would not hurt to call a glacier, but it doesn't... But it does not matter anymore. Gut. Die Musik im Hintergrund ist wirklich sehr, sehr schön gewählt, muss ich zugeben. Die finde ich sehr, sehr schön. So, wir werden mal nach oben gehen. Ui, ein Wind herrscht in unserem Häuselein. Oh, guck mal, ein Selbstporträt von uns wahrscheinlich da hinten. Personal Notes of Ralph Ziffer. This is my very important top secret personal journal and what-to-do list. Ralph Ziffer, I have written all important events and plans in this journal, so I would not forget a simple thing. To avoid really long reading, skip to the last page that is not important. To avoid really long reading, skip to the last page. Okay, ihr könnt euch das jetzt durchlesen. Ich werde das jetzt nicht laut vorlesen, ich werde das für mich durchlesen. Ihr könnt immer stoppen und selber mitlesen. What's up, my happy life was over when my wife died in training from the first day. They have to accept and never actually finish with okay. Pass them together, we have put it together. Dr. Rand wants to sell it. Leute sind gestorben. Oh. The Time Machine Project was nearly finished. I just need more time. Das ist so, das zusammenzulesen, ist das sehr interessant. Okay, das müssen wir uns vielleicht später mal merken, diese Rot Locations. Okay, gut, dann haben wir hier einen Schlüssel. The Fake Key. Ein Fake Key, wofür der auch immer ist. Picked up science book. Was können wir damit denn machen? This book is special. It activates secret mechanism in the living room downstairs. Okay, dann müssen wir das wahrscheinlich da irgendwo reinschieben. My self-portrait. Guck dir mal das Bett an, das rutscht richtig mit. Er schläft neben ein Bild von sich selber ein. Ich weiß nicht, ob das ehrlich gesagt ein bisschen krank ist oder doch interessant. Ich glaube, ich könnte so nicht einschlafen, wenn ich die ganze Zeit ein Gesicht von mir selber neben mir habe. Do you remember? You always used to light candles for me. For you, just a few moments and we will be together again. Okay, das war gerade ein bisschen krank, ehrlich gesagt. Ich habe gerade auch einmal so einen richtig kurzen Gänsehautschub gekriegt durch alle Knochen. Das war unerwartet, deswegen war das wahrscheinlich so krank. Jesus! Okay. Hier noch irgendwas sonst Interessantes oder so? Nee. Gut, dann wollen wir nach unten gehen in unser kleines Physiklabor und wollen uns da mal einmal ein wenig umschauen. Hallo. Da muss das wahrscheinlich rein, richtig? Richtig.
Ja, seht ihr, da habe ich gerade schon unten einmal so drunter hergeguckt. Da sah das schon so aus, als ob da irgendwas... Hau dir die Tür doch noch mehr gegen den Kopf. Wow. Nicht schlecht. Das sieht auf jeden Fall krass aus. The time machine target time and destination is set correctly. Slightest mistake could cause death of time traveler or something even worse. This dock station is charging the whole system. At least 4 nuclear rods are needed to make sure that everything is going to work perfectly. There's no need to connect more than 4 nuclear rods because of sufficient reserves. Okay, ich frage mich da nämlich gerade. Wir haben ja gerade in diesem Journal gelesen, wo diese ganzen Rods sind. Okay, Satan hat anscheinend auch was damit zu tun. Ich glaube, die müssen wir uns dann jetzt erstmal nämlich besorgen, richtig? Kann das? Ja. Wir müssen uns jetzt erstmal die Rods holen aus diesen ganzen Dingen, die wir da ja hatten. Ich weiß nur nicht ganz genau, was der Fake Key soll. Gut, wir gehen jetzt erstmal raus aus unserem Haus, denn wir müssen jetzt ja wie gesagt die Rods suchen. I know that I know nothing. Sokrates. No great mind has ever existed without a touch of madness. Aristoteles. Ich finde das cool, dass da manchmal so Zitate drin stehen. Das macht das alles ein bisschen... Gibt mir einen gewissen Touch. Okay. Dann können wir jetzt ja einmal in unser Journal gucken. Das war das, ne? Ja. Once in the medical center, backyard rooftops, old haunted house, Johnson's house, the music house. Ich würde sagen, damit das alles hier ein bisschen spaßig wird, gehen wir zuerst in das Music House. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Was ist das denn hier für ein Haus? Das ist jetzt gleich nebenan. Ombakarna House, optional. Wir können auch mal was Optionelles nebenbei machen, oder? Ach, schade. Können wir da vielleicht mit dem Fake hier rein? Most of the door mechanism made in Germany works on the same principle. This should be considered the Universal Key. Das ist jetzt übrigens optional, also es gehört nicht zur Story, meine Damen und Herren. Das ist jetzt vielleicht einfach etwas Lustiges. Hello player, this house contains all credits and references to things used in this custom story. However, you are too early here. Or to be more accurate, you are too late. If you want to see all credits and references, meet me right here back in 192. I hope you won't regret playing through this custom story. Ombakarna, the creator. Cool. Auch wieder sehr cooler Knacks in dieser ganzen Sache, weil wir jetzt sozusagen zu früh da sind, aber zu spät, weil wir werden jetzt ja noch in die zurückgehen in der Zeit. Was stand da? I'm definitely not going there. There's no reason for that. Okay, gut. Hier hätten wir das Retro-Haus. Hier ist das Music-Haus. Dann werden wir da doch mal reinschnüffeln. In das Music-Haus. We all have our time machines sometime. Ja, genau, das hatten wir schon. Von Jeremy Irons. Okay. Okay. Das war anfangs gerade ein wenig laut und hat mich erschrocken. Oh, guck mal, Machine for Pigs, die Maske. Yay. Was zur Hölle? Business Diary. The music business was doing quite well lately, but unfortunately there's a lack of customers in recent months due to the pledge. The customers often talk about pandemic. I created a sterile surroundings in my house, and when the epidemic is over, I plan to order the newest gramophones and guitars. I set great hopes to the gramophone. I expect that this invention will be in vogue for at least another 100 years. Klaus Stickler, the music house owner. Da unten haben wir nochmal ein Medikit. Okay. Nehmen wir ein paar Geigen. Kann man nicht sogar das Piano spielen? Hm, geht aber leider nur ein Ton. Guck mal, ist das nicht Ludwig van Beethoven, German Composer und Pianist? Bestimmt, wenn man das jetzt abspielt, kommt ein Sound von dem. Kann das sein? Wolfgang Amadeus Mozart, Musikvirtuose from Austria. Okay. Das war interessant genug. Boah, was ist das da so dunkel? Heilige. Okay. Da ist Jesus. Okay.
Was genau ist das hier? Aha! Hallo! Was haben wir hier denn? Boah, sieht das krank aus. Warum ist das kleine Bild nochmal in dem... Ich frag nicht nach. Es ist einfach so. Man sollte oft Sachen einfach nicht hinterfragen und die einfach so lassen, wie es ist. Wo ist denn der Ausgang? Was ist das denn? The housekeeper is probably asleep, but this door sure looks soundproof. Okay. The village consists of several houses. Each house is different. The mentor, Dr. Reinhold, has scattered the nuclear rods throughout the village, hoping his discipline will not misuse this time machine for his personal benefit. Even these measures were not sufficient. Sufficient. Immer diese schweren englischen Ausdrücke. Traurig. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier aber auch erstmal einen Schnitt. Wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Episode von Amnesia Destiny Rebellion. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser erste Part und dieser Einblick in diese Custom Story. Wir werden noch sehr viel Zeit hiermit verbringen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Wenn ja, lasst euren Kommentar da. Yay, ich freue mich. Und schreibt oder lasst ein Däumchen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns. Euer Brian. Tüdelü mit Ü. Kaputt.